Das Saarland ist jetzt vorgeprescht und will Auftritte ausländischer Politiker verbieten, wenn sie den inneren Frieden im Land gefährden würden. Alle Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, um das auch durchzusetzen. Wir spüren deutlich, dass das den inneren Frieden in Deutschland stört. Und deswegen haben wir als Saarland festgelegt, dass wir in Zukunft den Paragraph 47 des Aufenthaltsgesetzes nutzen wollen, um Politikern, die diesen inneren Frieden stören, ein Auftrittsverbot zu erteilen. Auch eine Reaktion auf die Provokation aus der Türkei. Erdogan benutzt ein Foto aus den Niederlanden, um Emotionen zu schüren. Ein Schäferhund beißt einen türkischen Demonstranten, als die Polizei illegale Proteste auflöst. Für den türkischen Präsidenten ein willkommener Anlass für scharfe Attacken, auch auf die Kanzlerin. Wir haben nichts anderes erwartet. Sie greifen uns mit Hunden und Pferden an und du greifst uns auch mit Hunden und Pferden an. Zuvor hatte die Kanzlerin ausdrücklich ihre Solidarität mit den Niederlanden erklärt. Erdogan reagierte darauf prompt mit einem persönlichen Angriff. Sie kann den Niederlanden so viel Unterstützung geben, wie sie will. Ich betone das noch einmal. Verehrte Merkel, du unterstützt Terroristen. Weil Deutschland nicht genug gegen die kurdische Organisation PKK vorgehe, so der Vorwurf. Der erste öffentliche Auftritt der Kanzlerin nach der Provokation wurde mit Spannung erwartet. Ihre Reaktion keine. Zumindest der Innenminister wird deutlich. Es gibt ganz klare Grenzen, an denen auch meine Toleranz endet. Nämlich dann, wenn Strafbarkeitsgrenzen überschritten sind oder unser Land mit respektlosen Nazi-Vergleichen diskreditiert wird. Diese Grenzen wurden allerdings längst überschritten, meint die FDP. Gehandelt habe die Bundesregierung aber nicht. Insgesamt sind noch rund 30 Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland geplant, bestätigte das Innenministerium.